Jo, da haben wir den Startpunkt für die E-Bike Ahrensee-Umrundung. Das nennt sich ja Schramper Eck. Die Sonne scheint, es sind so 7 Grad. Wir schreiben heute den 26.02.2022. Da unten geht es zum See. Ich weiß nicht, ob man das schon sehen kann. Ah, geht's runter. Das Bike ausladen. Nehmen wir mit. Tada. Andere Seite noch aufmachen. Yep. So, dann stelle ich euch mal aus der Hand, weil hier brauche ich 2 für. Und hier habe ich öfter mal den Urlaub verbracht, Schramper Eck. Das war der Bungalow vom Arbeitgeber meines Vaters und damals auch meiner Mutter. Ja, dieses Bungalöchen hat da noch nicht gestanden. Das war freie Bahn mit Marzipan bis ans Wasser. Alles, was rechts von der Hecke ist, gehörte dazu. Und ein Paddelboot, nee, Ruderboot. Ja, war schön hier. Im Arsch der Welt. Ach ja. Und da, wo die Steine liegen, da war Schluss. Danach war das Sperrgebiet, da waren nur noch die NVA mit ihren Bungalows und alles, was so die Sicherheitskräfte waren. Aber heute ist ja alles offen. Da fahren wir lang. Kagel, Ahrensee. Eigentlich liegt das Meer an Ziesau ran, der Nachbarort hier mit Außengelände. Ist auch schon ganz schön viel Betrieb heute. Sind nicht die ersten Gäste, die da sitzen. Und hier haben wir das Fischerhaus mit dem Chef da hinten. Ja, sehr schön. Thank you.
Ja, und hier haben wir die Fischfrikadellen. Mit Zwiebeln, mit allem, was ich kriegen kann. Und der Chef persönlich bedient mich heute. Das, was hätten wir noch? Ein Bierchen hätten wir gerne noch dazu. Ein Bierchen. Hier haben wir den Aussichtsturm von Cizon. Man soll in diese Richtung schauen wahrscheinlich. Die Bäume sind mittlerweile schon so hoch. Das ist nichts mehr mit Aussicht. Ich war oben, kann ich euch sagen. So, jetzt haben wir hier die Gedenkstätte von Gustav Narl, der Wanderprediger von Arensee.
Leider ist das alles ein bisschen abgesperrt. Nach dem Motto, sperren wir ab. Aber, können wir mal anfassen. Verriegelt und verrammelt.